herzlich willkommen zu einem weiteren Video unserer Anwendungsserie. In dem Clip wollen wir Ihnen wirklich schönes und auch für uns besonderes Praxisbeispiel zeigen. Der Kunde und Auftraggeber hatte den Wunsch schon seit Kindheitstagen, dass auf einer Eiche in seinem Garten ein neues Baumhaus gebaut wird. Und um an das Baumhaus zu kommen, musste ein Aufmaß der Eiche gemacht werden, denn der Wunsch war der, dass durch ein Dachfenster heraus ich auf eine Wendeltreppe komme aus Metall, die um den Baum herum durch die Äste führt hoch zu dem Baumhaus, was ebenfalls neu gebaut wurde. Die Herausforderung ist natürlich, dass Sie die Rundungen des Baumes, die Position der Äste dreidimensional im Raum brauchen, weil die Wendeltreppe durch die Äste hindurch hochführen sollte. Und das muss natürlich alles noch in Relation zu dem Dachfenster sein, wo Sie auf die Treppe raussteigen. Das heißt, mit konventionellen Messmethoden wäre das äußerst schwierig zu messen. Mit Flexijet 3D war nach 2,5 Stunden eine Aufmaßzeichnung erstellt, weil wir messen und zeichnen direkt auf der Baustelle, die kompletten Rundungen als Polylinie der Eiche eingemessen hatte und so als Planungsgrundlage für den Metallbauer dienen konnte. Falls Sie noch mehr Praxisbeispiele oder weitere Videos sehen wollen, abonnieren Sie uns doch bitte auf YouTube, folgen uns auf Facebook oder besuchen unsere Webseite. Die Links hierzu finden Sie in der Videobeschreibung.